Die Spannung kurz vor dem Rennen ist hier in Las Vegas geradezu greifbar. Mick Schumacher, wir zählen ruhig in das Rennen hier. Dieses Rennen startet für ihn auf Position 17. Aber vielleicht kommt er sauber durch die Meute und rückt weiter vor. Es wird spannend sein zu sehen, was heute genau passieren wird. Las Vegas ist bereit für den Start. Das Startsignal erlischt und los geht's. Was macht Bottas für den Start? Danke, Frau. Also Gasly, ja, Gasly geholt. Ach ja, wird auch zurückgesetzt. Gasly wäre noch in Ordnung, wenn wir den vorlassen, weil der hat auch die Softreifen. Ja, dann hat er uns. Voll die Stausituation. Also Haas ist gerade ganz weit hinten. Jetzt gibt es hier kein ERS. Wir haben viel zu viel Sprit an Bord, sehe ich gerade. 8 Kilo. Obwohl, das kann am Ende des Rennens vielleicht sogar gut für uns sein. Jetzt wird ERS aufgedreht. Wie sieht es schon mal aus? Der Bottas ist fast schon aus dem DRS-Fenster raus. Das war auch zu erwarten. Ja, wir verlieren Gott sei Dank auf der Kran nicht mehr so viel Zeit wie früher. Und die Reifentemperatur ist halt übelst viel zu hoch. ES müssen wir runterdrehen schon. Am besten sogar jetzt schon mal ein bisschen aufladen wieder. Charge. Okay. Wir fahren auf jeden Fall ein paar Runden noch auf diese erhöhten Position. So, wie sieht es mit Reifen aus? Also De Vries mit Softreifen. Hamilton mit Softreifen. Piastri und Hülkenberg können gerade das Tempo nicht mitgehen. Leclerc sogar mit Hart, genau wie Elbe. Die sind auf einer ganz anderen Strategie unterwegs. Die könnten am Ende uns sehr, sehr gefährlich werden. Hat Bottas wohl von Russell geholt. Einen leiden Schmied bekommen. Wollen wir uns aber angucken natürlich. Da war George Russell dabei. Der hat auch die roten Reifen, ne? Ein gutes Überholmanöver, aber Bottas macht das vielleicht gar nicht so verkehrt gerade, weil er halt die gelben Reifen hat. Also die roten Reifen machen mir schon ein bisschen Sorgen. Schade schon mal, der muss aufpassen auf Magnus hinter ihm. Wir müssen bald die Reifen schon zurückschalten. Die sind halt temperaturmäßig viel zu hoch. Jetzt zieht doch der Kleine richtig ab. Beim Elben, der kann halt so richtig gut mithalten, ne? DRS enabled. We are in P10. Russell is the next car ahead of you. Russell is ahead of you? Ja. Russell schubert gar nicht mehr. Los ist es jetzt. Schumacher soll auch aggressiv fahren. Jetzt können wir nämlich den Konter vielleicht setzen gegenüber Norris. Das richtig dran zu bleiben, genau wie Bottas. Also wir brauchen unbedingt das DRS halt. Vor allem um Elben aus dem DRS rauszubekommen. Das ist auch sehr wichtig.
weil es die Reifen zu heiß sind. Den werden wir mal auf neutral zurückstellen und hoffen, dass wir mit der Geraden unsere Reifen mal ein bisschen wieder temperaturmäßig runterbekommen. Okay, Valtteri, we need to slow down. Yep. Slow down a bit. Sehr gut. Elbl hat kein DRS. Schumacher hat DRS, das heißt, kommt wieder näher an Magnussen ran. Ich kann mir echt vorstellen, dass die Zweistopp eigentlich nicht die schnellere Variante ist. Wurden gemessen eigentlich der Punkt für das DRS? Dafür sollte das DRS noch haben. Ja. Ist halt aber übelst schwer für uns halt dran zu bleiben. Ne? Du bist eng, ey. Und Schumacher wird aktuell auch kein so schlechtes Rennen. Der kann am Magnussen sehr gut dranbleiben. Jetzt ist Elbin wieder so weit, dass der DRS bekommt. Und der hat das DRS und wir haben es halt nicht mehr. Wieso muss es wieder ein Williams sein, ey? Aber Schumacher ist auch nicht mehr drin. Und Hamilton schnappt sich jetzt Sargent. Im Hintergrund. Ja, ich glaube, so Medium Software, vielleicht ist auch die noch bessere Variante. Frau Schumacher ist wieder dran. Die Reifentemperatur ist langsam wieder in einer guten Position. Ja, halt viel zu hoch. Und ich werde wahrscheinlich auf eine Zwei-Strategie umswitchen. Also Elbin wird wahrscheinlich eine Zwei-Einschub-Strategie fahren. Das ist sehr wahrscheinlich. Schumacher, wie kann das denn sein? Der ist halt so nah dran, hat trotzdem kein DRS bekommen. Sehr merkwürdig. So, jetzt können wir wieder ein bisschen aggressiver fahren. We can push more on the tires now. Come in. Push one more step. Push one more step. Copy. Weil wir müssen ja auch irgendwann anfangen, die Reifen zu sparen. Das wird man irgendwann merken. Mache ist ein DRS-Fenster zu Markus. Sehr, sehr nett. Elbin geht vorbei. Da können wir leider auch nicht viel dran machen. Oder? Oh! Schumacher. Keep going. Hartes Duell zwischen den beiden, aber hier genauso, ne? Also wir haben direkt zwei Duelle. Ja, Bottas, das ist nicht ganz so schlau, was du machst, weil jetzt hat Elbin nämlich das DRS. Und hier hat Schumacher Magnus umgeknackt. Sehr stark. The race is not over. Wir müssen dranbleiben. Ah, Magnus hat wieder Dings bekommen. Wow. Wow.
Also wir haben eigentlich die Position gewonnen und Vettel verloren. Jetzt haben wir gleich die RS wieder. Das können wir auch direkt wieder nutzen, um uns wieder vorbeizukämpfen. Press the overtake out of turn 11. Understood. Motor check. We need to start to protect these rear tires. Okay. Sollte auf jeden Fall reichen. Schon mal auch die RS. Ist schon wieder vorbei. Sehr nice. Und aufladen. Mode charge. Schumacher vorbei an Markus. Beide fahren bisher ein sehr, sehr anständiges Rennen. Das Gute ist, Hamilton kommt eigentlich auch nicht näher. Ne? Muss halt aufpassen. Vielleicht kommen machen. Also ich kann mir das vorstellen, dass wir eine Zweistrategie machen. Der Schumacher, der könnte es auch fast schon schaffen, das DRS-Fenster vorne in den Feuerwehr zu kommen. Dann hat er auf jeden Fall wieder gute Pace. Aber aktuell müssen wir halt wieder reif eine Partour runterbekommen. So, was macht Magnussen gegen Schumacher? Rabatt davor und er kommt näher an die Vorderleute. Das ist halt für uns sehr, sehr wichtig. Wir kommen halt nicht so viel näher, aber es ist halt für uns wichtig, jetzt vor Williams zu bleiben. Schumacher ist im DRS-Fenster von De Vries. Das, obwohl wir gerade ein bisschen schonen. Also wir kommen halt jetzt großartig nicht so viel näher, ne? An Norris ran. Das ist halt sehr wichtig, ne? Da kann er sich wirklich hoffentlich ranfahren. Und wir können auch gleich wieder Gas geben. Also ein bisschen aggressiver fahren. Wir sind eigentlich relativ solide mit den anderen unterwegs. Ich kann mir gerade vorstellen, dass halt die Softrahmenfahrer sich halt gerade etwas zurückhalten. You're good to push. Copy. So, Schumacher soll Gas geben. And okay to push on these tires. Copy. Ist halt wichtig, dass er halt im DRS-Fenster bleibt und sich weiter ransaugt an De Vries. Jetzt sah eigentlich ziemlich gut aus. Wir gucken gerade auf Bottas und Albon. Schöner Porsche. Aktuell sind wir halt deutlich unter dem Strich, ne? Klar, hier ist die Schwelle, also wir müssen genau gucken. Bottas kommt gerade ein bisschen weg von Albon, was mir sehr gut gefällt. Ja, Schumacher soll noch eine Runde warten, weil noch ist er nicht nah genug dran. Das ist eine Riesentruppe, ne? Markus kann das Tempo von Schumacher nicht stehen. Der Schumacher fährt echt gute Zeiten. Der fährt aktuell hier im Gegenbereich von Platz 6 bis Platz 10 ungefähr. Das ist nicht so, Respekt. Dafür, dass der harte Reifen hat, ist das halt echt übel. Man muss halt aufpassen wegen Temperatur. We need to get these tires to last. Oh yeah. Back off of it. Yeah, copy. Also Bottas und Elbe, die machen da ihr eigenes Ding. Ich würde mich jetzt gerade ein bisschen mehr um Schumacher kümmern, weil der hat, wie gesagt, die Chance, so tricky double einen jetzt zu bekommen. Motor check. Copy. Ja, gibt er gar nicht an. Ja. Charge on. Oh, Bottas außenrum. Stark. Ja,
Ich gehe mal wieder ein bisschen ERS. Mold Push. Halt schwer zu sagen, ob er wirklich schnell rankommt und los. Ne? Aktuell sieht es nicht dann raus. Ja, Schumacher hat gleich die Chance. Wir fahren gerade mit dem Softfahrer mit, ne? Also mit dem Medium-Softfahrer. Also das ist jetzt eigentlich nicht. Oh, hier haben wir Elben dahinter direkt. Der versucht natürlich wieder zu holen. Und Schumacher versucht den Angriff auf De Vries. Nimm noch die letzte gerade auch noch mit. Mode Charge. Copy. Na, kommt da der Angriff? Charge on. Ja, da kommt der Angriff. Copy. Also bei uns ist meistens so, nach einem schlechten Rennen immer kommt irgendwie dann ein etwas besseres Rennen, zumindest aktuell. Und wir haben den Windschatten von Tsunoda, das sollte Schumacher eigentlich ein bisschen helfen, aber irgendwie sind wir langsam auf der Geraden. Warum auch immer. Schade, hat leider nicht ganz funktioniert. Ich würde die Reifen aber gerne eigentlich weiter schonen. Aber Kettisch müssen wir aggressiver fahren wegen der Temperatur. Okay, we can start to push a bit more. Okay, to push on these tires. Copy. Oh, jetzt hat Schumacher aber gerade richtig Zeit verloren. Dann sind die gerade wieder am Gas geben. Können wir nichts machen. Tires have stabilized. Yeah, copy. So, dann würde ich sagen, Runde 10 ist vorbei. Dann können wir auch jetzt das erstmal richtig vorspulen. Ah, Schumacher, der muss doch ein bisschen Gas geben, um dran zu bleiben. Schwer zu sagen. Er hat DRS, Gott sei Dank. Ja, du müsst halt echt extrem aufpassen mit den Reifen. 20, 15, 15 sollte gehen. Ne? Also wir sollten auf jeden Fall soft fahren können. Das ist ja auf jeden Fall auch eine Strategie, die wir fahren können. Ich weiß jetzt nur nicht bei Bottas, wie das aussieht, wir müssen mal kurz gucken. Der hat halt nur angefahren und einmal Dings. Das heißt, die harten Reifen müssen bei ihm eigentlich sowieso verwendet werden. Bottas geht wieder vorbei. Deswegen bin ich überlegen, halt Bottas doch definitiv auf die Einstrategie fahren zu lassen. Ist trotzdem schwierig. Bottas ist wieder zu hoch. Wir haben gerade mal. Wir haben schon 2 Kilo verbraucht und sind mal 10 Runden unterwegs. Ne? Schumacher ist gerade so noch drin. Ist halt wichtig eigentlich, dass er drin bleibt. Aber er schafft es gerade nicht so richtig. Ist halt die Frage, wenn die anfangen sich wieder zu schonen, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ja, man sieht, wir verlieren halt immer ein bisschen, ne? Jetzt gerade gar nicht. Holen wir so auf. Schwer zu sagen, aber wir kommen halt nicht näher an Dings ran, an Norris. Und das stört mich auch ein bisschen. Das Problem ist halt, diese roten würde ich eigentlich schon gern verwenden. Aber die harten werden halt, glaube ich, wahrscheinlich etwas zu langsam sein. Ich weiß es halt nicht. So 20, dann nochmal 15, dass wir die harten gar nicht so lang fahren. Also bis 20 Runden würde ich doch schon gerne gehen. Weil wir werden auch 2 Stops switchen müssen. Weil wir halt reifenmäßig ja etwas schlechter als die Konkurrenz sind. Aber
Schwer zu sagen, aber ich weiß es halt nicht. Echt schwer, das Ganze herauszufinden. Also Hülkenberg, glaube ich, ja, Hülkenberg hat endlich geschafft, hat Piastri vorbei. Jetzt kommt auch der Konter hoffentlich von Bottas gegenüber. Beide kommen aber näher an Lewis, ne? Das heißt, die roten Reifen lassen langsam nach. Ich muss sagen, dann fahren wir wieder ein bisschen aggressiver. Wenn wir so in der 20. Runde reinkommen, sollten wir auch ein bisschen aggressiver fahren. Bottas, Schumacher, ja, der Schumacher ist zu weit weg dafür. So, wieder aufladen. Ich will ja nicht das ganze ERS verbrauchen. Schumacher ist wieder sehr nah dran an. De Vries, der kein ERS hatte? Okay. Aber wenn wir 15 Runden mit Reifen jetzt so gefahren sind, das wird hart. Hat Schumacher noch einen? Ne, Schumacher hat auch keinen weiteren weißen. Keinen gelben. Aber die weißen können wir aber auf jeden Fall wahrscheinlich etwas härter pushen, ne? Die roten werden auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, 15 Runden am Leben zu halten. Deswegen sind die weißen vielleicht doch keine so schlechte Idee. Da geht Helmut wieder vorbei. Also die beiden haben ihr persönliches Duell. Und Schumacher wieder, der hält da dran. Piastri halt ultra langsam. Da kann eigentlich McLaren aktuell glücklich sein, dass die Norris haben. Dabei ist eigentlich Piastri ultra stark unterwegs, ne? Das muss man definitiv anerkennen. Ja, Schumacher versucht es. Bottas holt mal wieder über Elben. Ja, die weißen Reifen sollten uns am Anfang auf jeden Fall helfen, weil wir halt frische Reifen haben. Im Vergleich zur Konkurrenz. Na, vielleicht kommen wir in der 18. rein und dann fahren wir bis zur 38. und dann haben wir 12 Runden mit den Roten. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Und Bottas sollte... Das ist die Frage, wo Bottas rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass Bottas halt bei Piastri und Hülkenberg rauskommt. Ja, Elber hat wieder links überholt gerade. Die beiden geben sich jetzt richtig, ne? Ihr müsst nicht lang fahren mit den Reifen noch, weil dann machen wir eigentlich so gesehen kurzzeitig Undercut gegen die, aber wir müssen halt zweimal rein. Ne? 20 Sekunden sind halt 20 Sekunden. Die holt man nicht einfach so mal auf. Die beiden Red Bull sind ja vorne weg, ne? Das ist unfassbar. Und Norris hat Gasly, und Gasly ist ultra langsam. Das heißt, die Softfahrer sollten jetzt langsam ihre Probleme bekommen. Gasly kommt rein. Das heißt, wie gesagt, die Softfahrer sollten jetzt bald reinkommen. Das dementsprechend werden wir jetzt dann auch Ende der Runde reinkommen, auf die harten gehen. Machen wir nämlich auch. Die Fahrer sind Gott sei Dank etwas weiter auseinander. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die neuen Reifen auf jeden Fall schneller sind als die alten. Aber Hamilton ist allgemein sehr langsam, ne? Der kämpft sich die ganze Zeit mit Sargent, der hier deutlich besser fährt als echt. Wir können ja echt gut mitfahren. Deswegen würde ich auch gerne mal sagen, wir gehen hier auf neutral wieder. Die Softfahrer werden jetzt halt reinkommen, ne? Das wird echt eng mit Piastri, sehe ich gerade. Boxenstopp für Bottas. Wir kommen halt sehr früh rein. Und da kommt Hamilton rein, da kommt Tsunoda rein, da kommen einige rein. Oh, Bottas kann Gott sei Dank frei rausfahren wieder. So, die anderen haben alle jetzt wahrscheinlich die harten. Wir haben eine gelbe Flagge. Safety Car.
There is a car in the wall. Watch for debris. Perez, dein Ernst? Ja. Jetzt kommen die anderen wahrscheinlich alle rein. Safety car deployed. Stay positive. Copy. Das heißt, alle Software werden jetzt reinkommen. Tires, both axles. Das macht unsere Strategie natürlich ein bisschen kaputt. Ich weiß natürlich, ob die Mediumfahrer reinkommen. Ich kann es mir auch vorstellen, aber das ist jetzt echt ärgerlich. Ja, die werden reinkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht reinkommen. Damit verlieren wir halt Plätze ohne Ende. Der Einzige, der draußen bleiben könnte, ist vielleicht Elben. Das heißt, Tsunoda geht vorbei, De Vries geht vorbei. Das Safety Car tut uns jetzt richtig weh. Na, es geht noch. Elbe war auch drin. Okay. Hat sich eigentlich nicht so viel verändert, nur dass Elben halt jetzt, dass wir Alonso halt zwischen Elben und Dings haben. And the safety car will come in this lap. Wir werden mit dem Reifen auf jeden Fall nicht durchfahren. Das können die vergessen. Los, ist auf Platz 4 jetzt nach vorne. Autsch! Safety car in. Wir haben Glück, dass wir vor den beiden Alpha Tauri sind. Ne? Aber jetzt hat Elben natürlich die besseren Reifen. Und sonst haben alle die harten. Das wird lustig. Und Bottas gegen Alonso. Gib nicht auf, du schnappst ihn dir. Ah, der Alpha Aston Martin ist halt nicht gerade so langsam, ne? Sehr ärgerlich. Oh, das ärgert mich jetzt sowas von, dass das... Da hat man die geniale Idee eigentlich, auf zwei Shop zu wechseln. Und dann passiert das, was eigentlich passieren soll. Mode charge. Ja, komm. Klar, man kann jetzt durchfahren. Aber ich würde trotzdem so ungefähr in Runde 38 reinkommen und dann auf die Roten zu gehen. Oder 37. Müssen wir gucken, genau wann wir reinkommen. Aktuell hat Williams halt wieder 2 Punkte und würde an uns vorbeigehen. Das McLaren ist für uns keine Konkurrenz mehr. Aber das, ich muss sagen, das ist so ärgerlich. Ich werde das wahrscheinlich 2, 3 Mal auch sagen. Aber jetzt haben wir so ein nice Rennen gehabt bisher. Und dann macht das halt das Safety Car uns alles kaputt. Ich war ja noch froh überhaupt, dass Bottas so rausfahren durfte, ohne halt eine Blockade zu haben. Und Gasly hält Elben auch. Das ist für uns natürlich auch wieder ganz gut. Aber wir müssen halt dranbleiben.
Genau wie Schumacher an Hamilton dranbleiben muss. Damit wir schon das DRS bekommen. DRS enabled. Genau, es wird auf jeden Fall durchgereicht, was zu erwarten war. Und dass halt die beiden Hardfahrer jetzt schon reinkommen, hat mich ein bisschen irritiert. Die hätten eigentlich danach schon eine freie Fahrt gehabt. Ne? Komm schon, Alonso, schnapp dir den Elben. Dann können wir uns den schnappen wieder. Oh, Russell gerade Verstappen machen. Also zu aggressiv können wir leider auch nicht fahren, weil, also ES-mäßig. Das quietschende Reifen. Weil wenn wir zu das ES zu sehr nutzen, dann haben wir das bald keins mehr. Das brauchen wir halt dringend. Ne? Ah, Albon geht an Gasly vorbei. Gar nicht gut. Schumacher auch sehr nah dran an Hamilton. Also sehr, sehr merkwürdiges Rennen, muss ich definitiv mal so anerkennen. Hoffen wir, dass Gasly noch nichts bekommt. Ich weiß, dass die Reifen zu heiß sind, wir müssen aber gerade so fahren. Sonst verlieren wir zu viel Zeit und das brauchen wir. So gar nicht, aber wir müssen auch an unsere Reifen denken. Immerhin noch ein paar Runden fahren damit. These rear tires. Copy. We need management. Ja. Yeah. Also ein bisschen Temperatur mal rausbekommen und dann wieder Gas geben. Das Gute ist, Piastri kann das Tempo wieder nicht mitgehen, hat Hülkenberg überholt. Und Schumacher hinter sich erstmal gar keinen mehr. Bottas bleibt dran. Raus das DRS. Oh, Albon ist fast am DRS von Stroll dran. Das können wir nicht gebrauchen. Alonso hat kein DRS, dadurch kommt Bottas gut näher ran. Schumacher ist sehr nah dran am Hamilton. Sehr gut, Gasly hat wieder Elben bekommen. Ah, Bottas hat es nicht riskiert. Schaut der gerade seine Reifen? Den muss gerade gar nicht erlauben. Leider nein. So tricky to overtake. The race is not over. Bisschen aggressiver. We can start to push a bit more. Copy. Push hard now. Copy. Beide fahren gerade sehr, sehr gut unterwegs. Aber ja, wir brauchen gerade, wir müssen Alonso gerade knacken, damit wir an Albon wieder rankommen. Gutes, Gasly hat jetzt das DRS, das heißt, Albon sollte ihn halt nicht so einfach bekommen. Mode push. Wir werden das ERS jetzt nochmal einsetzen. Motor check. Das ist eine mega lustige Truppe, die ich da gerade sehe. Davon werden wir das ERS mal eingeben. Das ist von Stroll bis Bottas, ne? Da Bottas hängt etwas hinten dran. Schumacher gegen Sargent. Das finde ich auch nicht gerade so uninteressant. Charge. Copy.
Bottas auch sehr nah ran an Alonso gefahren. Wieso ist denn mit Williams so ultra schnell? Ja, Markus ist auch mit dabei. Ja. Das wird eine sehr interessante Sache hier noch, ey. Oh, Schumacher. Er ist halt dran. Man kommt halt nicht vorbei, wenn die anderen auch noch DRS benutzen. Das ist halt übelst schwierig. Das ist echt eine geile Truppe, die wir haben. Da könnte man halt wieder dann mit dem früheren Blockenshop halt die wirklich überholen. Da wir aggressiver fahren, müssen wir sowieso etwas früher in die Box. Und 10 Runden, dann 12 Runden ein bisschen mit dem Weichen fahren, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Na gut, der hat schon kein DS mehr, dann könnte Schumacher vorbeifahren. Aber für Bottas, ist es wichtig, jetzt gerade im DS-Fette zu bleiben, ne? Sonst fahren die dem auf jeden Fall weg. Das Rad ist gerade so drin, ne? Breit gefächert auf der Straße. Hier geht das gar nichts. Deswegen ist dieser etwas frühere Stopp vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Sehr viel früher in die Box gekommen, um die Mediums zu holen, als wir fahren sollten. Deswegen noch Elben durchfährt, weiß ich halt nicht. Ne? Das ist geil, das Rennen. Also Vegas hat mich bisher, muss ich sagen, nicht enttäuscht. Russell führt aktuell vor Verstappen, jetzt Verstappen wieder vorne. Ich würde halt gerne auch ERS verwenden, aber oh, Schumacher, warum bist du auf einmal so weit weg? Ich bleib im DRS-Fenster. Okay. Ja, wir können halt leider noch kein ERS verwenden. Aber die Harten sind eigentlich ganz gut, die können wir eigentlich echt so fahren gerade, ohne großartige Probleme zu haben. Echt eng. Oh, da war Bottas aber sehr nah dran an Alonso. Man muss natürlich auch mit dem Roten kann man halt nicht so extrem pushen, ne? Aber die sind halt trotzdem schneller reif. Wir haben mal viel zu viel Sprit jetzt an Bord durch die Safety-Car-Phase. Das kommt da auch noch hinzu. Ich glaube, gerade mitfahren ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee gerade. Für halt den Schlussspurt mit den anderen Reifen. Denn weil die nämlich halt am Ende die Reifen kaputt haben, haben wir etwas frischere rote Reifen. Entweder können wir die leicht überholen oder die kommen rein und holen die da. Wenn die nicht reinkommen. Bottas. Oh, Schumacher ist gerade sehr nah dran. Dem gebe ich eher erstmal. Motorcheck. Der darf gerade attackieren. Charge on.
Bottas müssen wir aber leider auch geben jetzt, sonst hat der gleich richtig Probleme mit dem, mit dem Dranbleiben. Das ist es jetzt. Es geht wieder weiter im Schnellmodus. So, aufladen wieder. Mal an, wie aktuell heißt es wirklich einfach nur mitfahren. Die überholt gerade irgendwie niemanden. Und jetzt hat sich die ganze Gruppe bis auf Ocon hochgeschaukelt, auf Leclerc hochgeschaukelt. Aber jetzt haben wir leider keine neuen Mediums mehr, ne? Das ist jetzt sehr ärgerlich. Der Schumacher ist wieder so nah, ne, an Dings an, aber er kommt halt nicht vorbei. Der Williams ist halt sehr, sehr schön auf der Geraden. Damit hätte ich, also die einzigen, die halt vorne wirklich alleine fahren, sind halt Verstappen und Russell, ne, die sich beide ein bisschen bekämpfen, aber danach gibt es halt eine riesen Lücke von 6 Sekunden. Oh, da geht jetzt Albon an. Ja, ich weiß es nicht. Albon gegen Gasly, das ist halt so ein Ding. Und Gasly ist aktuell noch davor. Okay, hier sieht auch alles immer noch gleich aus. Die Reifentemperatur geht jetzt leider ein bisschen nach oben. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn der mit Bottas reinkommt, dass der halt hinter Hülkenberg rauskommt. Dann hätten wir eine freie Fahrt, müsste aber irgendwie versuchen, an den vorbeizukommen. 8 Sekunden sind es nämlich auf Hamilton, der mittlerweile die beiden links überholt hat. Ich hoffe, jetzt kommt jetzt nicht zu viel, zu schnell näher an und an diese Truppe hier ran. Na, aktuell sieht es danach sogar aus, weil er zieht er halt die nächste Truppe mit. Das heißt, wir hätten dann von Platz 3 bis Platz 19 eine Riesentruppe. Weil Piastri mittlerweile an Schumacher dran ist. Ja, der Williams ist halt ultra schnell auf dem Kran. Das merke ich halt, dass der halt voll nah die ganze Zeit hinter den anderen im Windschatten fährt. Okay, er verliert doch Zeit. Wir haben noch 100% Batterie. Aber die spare ich mir gerade auf für nach dem Boxenstopp. Wie sieht es denn aus reifenmäßig? Sind wir da? Wir sind auf dem Mediums-Niveau. Ja, die Mediums werden nicht durchfahren können. Und ich glaube, die 12 Runden sollten die auf jeden Fall aushalten. Oh, jetzt ist Gasly an Norris dran. Also hier ist noch alles möglich. Klar, wir können uns halt mit dem Stopp jetzt wahrscheinlich auch viel kaputt machen, ne? Das kann auch passieren. Schumacher jetzt immer noch sehr nah dran. Also die beiden sind immer noch sehr nah dran an ihren Konkurrenten. Und unser Boxenstopp ist ja ein Tick langsamer als... Oder was ist ein Tick langsamer? Deutlich langsamer als hier von der Konkurrenz, ne? Alter, ist das eine Truppe. Aber es kann auch genau der richtige Move sein, wenn wir den jetzt machen dann, ne? Das kann man jetzt nicht ganz genau sagen. Das ist halt auch eine riesengroße Gruppe. Und da vorbeizukommen wird sehr schwer. Wir haben nur zwei Fahrer mit Medium-Reifen. Alonso vorbei an Albon. Sehr nice gemacht. Die werden alle durchfahren.
Oh, Schumacher kann sich jetzt vielleicht... Und der hat auch noch DS. Also langsam fallen wir auch aus der Gruppe raus, ne? Ja, Ende der nächsten Runde wollte ich reinkommen. Dann hätten wir nämlich die 38. Und die 12 Runden... Die 13 Runden sollten die aushalten. Umso länger wir warten, umso problematischer wird das. Wir gehen jetzt diese Runde schon in die Box. Oh, Schumacher hat sehr, sehr viele Soft-Öffnungen. Wir machen Risiko. Vor allem Elben hat jetzt kein DS mehr, ne? So, wir probieren's und hoffen mal auf eine gute Sache. No, 2,6, ein sehr guter Stopp für uns. Schumacher. 2,7 ist auch okay. Jetzt haben wir jetzt 3 Sekunden hinter Piastri. Und halt jetzt die frische rote, ne? Die müssen wir erstmal jetzt auf Temperatur bekommen. Boah, wir fliegen. Ja, mit diesem Niveau reichen die Reifen gerade so. Ja, gerade machen uns natürlich jetzt ein bisschen das Leben schwer. Aber Kurven sind halt im Vergleich zu den anderen halt deutlich stärker. So, damit die Reifen ein bisschen langsamer gehen. Nur ob wir jetzt Elfter werden mit dem Stopp oder ob wir jetzt... Ich weiß halt nicht, wir müssen da irgendwie vorbeikommen. Das wird schwierig genug. Noch haben wir kein DS und noch ist Hülkenberg nicht im DS-Fenster. Das ist für uns auch ultra wichtig, dass das noch nicht passiert ist. Der Kran sind wir so unfassbar stark. Wir sind dran an den beiden. Mit 38,0 sind wir aktuell das definitiv schnellste Auto. Jetzt könnte er sich vorbeibremsen. Macht er auch. Dann benötigen aktuell sogar noch gar kein DS. Dann kannst du mal die Reifen bitte abkühlen. Schumacher muss es auch machen. Ne? So, jetzt haben wir noch DRS. Jetzt müsste es auf jeden Fall gehen. Dann haben wir die beiden schon mal überholt. 3 Sekunden jetzt bis zum nächsten Fahrzeug. Ja, bei Schumacher könnte es eher nicht aufgehen, glaube ich. Der fährt aber trotzdem halt deutlich schneller. Ne? Aber halt, mal gucken. Vielleicht gehen die anderen auch noch in die Box. Wer weiß. Wir haben aktuell noch kein ERS verwendet. Ich bin auch gespannt, ob, ja, wenn die echt noch in die Box kommen, dann, halt, dann verliert Elben auf jeden Fall gegen uns jetzt tierisch Zeit. Ja, sollen wir es schon verwenden? Ich würde sagen, eher noch nicht. Ich bin froh, wenn wir das überhaupt haben. Dann würde ich sagen, jetzt kannst du danach verwenden. Und aggressiver fahren. So, Bottas ist dran an Magnussen. Der fährt zwar aggressiv, aber wir sind halt auf den weichen Reifen. Ne? Das ist ein Nachteil für den. So, den nächsten haben wir. Nächste Sergeant. Jetzt wird es schwierig, weil die DRS haben, ne?
Ja, wir könnten es vorbeibremsen wahrscheinlich. An Sergeant, das macht er auch. Boah, das ist on fire. Schnappt sich direkt den nächsten. Aber danach wird es halt übelst schwierig, die zu bekommen. Und Elben hat Ocon überholt. Oh, 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 das ist der perfekte Move von Elben, von Bottas jetzt. Naja, traut er sich? Na, nicht ganz, oder? Sehr nice. Reifen bitte abkühlen. Also ich glaube, die kommen halt nicht mehr in die Box. Und mit 37%, das könnte richtig knapp werden. So, jetzt kann Bottas sich wahrscheinlich Hamilton nicht schnappen. Doch, jetzt. Einfach vorbeibremsen und ab die Post. Nächstes Ziel, Ocon. Wir sind echt deutlich besser durchgekommen, als ich das erwartet hätte. Ja, falls die reinkommen, sollten Leclerc und Albon reinkommen, sind wir wahrscheinlich an denen vorbei. Gelbe Flagge. There is a car in the wall. So watch for debris. Hülkenberg, ich hoffe mal kein Safety Car. Nein, kein Safety Car, sehr gut. Ach, Hülkenberg kann weiterfahren. Wir verlieren Zeit. Wie kann das denn sein? Aber ja, ich gehe davon aus, dass die halt richtig Probleme haben werden. Also Leclerc und Albon. Und Hamilton kann auf einmal mit uns mithalten. Wie kann das sein? Wir fallen wieder ein bisschen aggressiver. Hülkenberg kommt in die Box. Komm schon, Ocon. Schnapp den. Das wäre so wichtig für uns. Ich muss gerade sagen, Hamilton sollte eigentlich tempomäßig gar nicht mithalten können. Schumacher fast dran an Piastri. Wenn man sieht, wir sind jetzt Elfter, genauso wie ich es eigentlich berechnet habe. Ja, wir sind halt echt super durchgekommen. Nur ob wir die jetzt davor bekommen, das ist halt die große, große Frage. 30% Reifen noch bei Albon und bei Leclerc. Wir fahren schon wieder nicht mehr so viel schneller wie letzte Mal. Also der Riesenreifenvorteil ist jetzt vorbei. Wir haben aber jetzt halt freie Runde. Das kommt jetzt hinzu. Das ist immer halt eine Riesentruppe, ne? Muss halt immer noch irgendwie fast 2 Sekunden schneller fahren als die pro Runde. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 Sekunden aufgeholt, aber das wird trotzdem. Die versuchen durchzufahren. Die beiden. Deswegen wäre es halt unfassbar wichtig, dass halt Ocon den noch bekommt. Schumacher schnappt sich Piastri. Wir können jetzt sehen, was passiert ist. Und das war das Mick kam Schumacher. Das kam unüberraschend. Überraschend. Aber auch gleichzeitig unüberraschend, weil ich habe einfach auf die Abstand nicht geachtet. 10, wir haben jetzt mit der 37,9. Die beiden Spitzenfahrer fahren auf jeden Fall deutlich schneller. Wir haben 2 Sekunden aufgeholt. Das ist eigentlich zu wenig für die Restfahrzeit. Und Albon ist halt auf Platz 9. Das ist gefährlich für uns. Wir holen zwar auf, aber es bringt halt für uns nicht so viel, ne? Viel wichtiger ist halt, der Fahrer muss an dem da vorbei. Oder der kommt in die Box. Das wäre mir umso lieber. Aber ja, 3 Runden, der wird durchziehen. Aber unsere Reifen sind auf jeden Fall deutlich besser. Das heißt, wir fahren richtig aggressiv jetzt. Bottas muss die irgendwie noch bekommen. Er muss jetzt noch mindestens 3 Sekunden pro Runde schneller fahren. Er schafft fast 2. Ist immer noch zu wenig.
Komm schon, Ocon, du schaffst es. Oder der Reifen von dem geht kaputt, das wäre mir sogar noch lieber. Ja, durch das DRS haben wir halt das Problem. Das waren 2 Sekunden jetzt auf Elben aufgeholt. Elben hat kein DRS. Komm, das... Ja. Ocon, du bist unser Mann. Komm schon, Ocon, du schaffst das. Sehr stark, Ocon. Die Reifen von denen lassen jetzt tierisch nach. Es geht gleich in die letzte Runde, ne? Wir haben halt 6 Sekunden Rückstand noch. Ocon hat DRS, sehr gut. Ja, frag mal Bottas, seine Reifen sind wärmer. Oh, ich hab vergessen. Ja, okay. 5 Sekunden. Elben hat kein DRS mehr auf die Vorderleute. Vier Sekunden. Seine Reifen sind hinüber. Ich weiß es halt nicht. Das sind jetzt... Wir kommen schon ordentlich gerade näher, aber... Wir haben halt kein DS, ne? Das ist halt das Problem jetzt. Wir sollen. Ja, jetzt ist es halt nur eine Gerade, ne? Das ist halt schwierig. Oh, wir kommen aber näher. Wir kommen aber deutlich näher. Bottas jetzt auf der letzten Geraden, jetzt gegen Elben. Max Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. Das wird nicht reichen, oder? Nein! Aber schnellste Runde von Bottas. Ach Mann, das ist ultra eng. Schumacher 17. auch ein sehr starkes Rennen gefahren. Hat das eigentlich den ganzen Vorsprung wieder aufgeholt. Boah, ist das jetzt ärgerlich. Eine Runde mehr und wir hätten ihn easy gehabt. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr AES sparen sollen, damit wir ein bisschen mehr AES am Ende hatten. Ja, ist schwer jetzt zu sagen, aber sehr ärgerlich. Ich frage mich, wie es für Mick Schumacher noch schlimmer hätte kommen können. Es war ein sehr frustrierender Tag für den Fahrer und er geht ohne Punkte nach Hause. Das ist nicht die Leistung, die wir erwartet haben. Und die Verstappen-Fans werden die Leistung. So, jetzt bin ich gespannt. Ne, zwar hat jetzt Elben den Punkt geholt. Sind wir... Wieso holen die uns jetzt? Das verstehe ich halt nicht. Wir sind doch einmal Neunter geworden. Ach, der auch, ne? Oh, jetzt sind wir Neunter. Das wird jetzt übel. Wir haben zwar in dem Rennen jetzt McLaren Haas geschlagen und Alpha Tauri geschlagen. Aber das ist halt sehr, sehr bitter. So knapp an den Punkten vorbei am Ende. Ah. Ja, wir kriegen ein gutes Sümmchen an Geld. Ist das ärgerlich. Wir sollen Siebter werden, da haben wir sowieso keine Chance mehr, weil McLaren halt übelst gut Punkte gemacht hat. Das heißt, wir müssen jetzt im letzten Rennen mit dem Update vom Unterboden mindestens einen Punkt holen und an Williams vorbeizugehen. Es ist möglich. Ja, also wenn die Stärke so ist wie jetzt hier in Vegas, dann haben wir wahrscheinlich sogar Chancen auf Punkte. Wird natürlich schwierig. Ansonsten werden wir Neunter. Unser Vorstand ist halt jetzt nicht so extrem. Wir haben Plus. Ja, wir sind nicht in den Schulden, Leute. Aber wenn die es meinen. Also sind halt zufrieden mit uns, ne? Vorstand ist, man muss gucken, ne? Ob das Ziel uns halt richtig runterbuttert. Es ist, ja, Mann, ein Punkt, super gewesen, aber okay.
Dafür haben wir dann ein spannendes Finale gegen Williams im letzten Rennen. Bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich dann freuen, wenn ihr auch dann ja, beim Saisonfinale dabei seid. Und dann erfahren wir auch, ob wir bleiben dürfen oder nicht. Okay, das ist erst in wahrscheinlich 3 Folgen. Oder ob es dann halt ja, mit einem anderen Team neu startet. Das werden wir halt sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.